Ja, mal wieder länger nicht gesehen und heute habe ich hier ein Päckchen. Ist schon ein bisschen her, da hatte ich Geburtstag und meine liebe Mausi, wie ich immer sage, und ihr kennt sie wahrscheinlich unter Miss Fruchteis, hat mir ein Päckchen geschickt und ja, da schaue ich jetzt natürlich mal rein. So, ich habe schon aufgemacht, wie ihr seht, ich habe aber noch nicht wirklich reingeguckt, also das habe ich natürlich schon gesehen, weil das wusste ich auch schon vorher, weil das hat sie mir nämlich schon gesagt, dass sie mir die mit reinlegt. Da freue ich mich mega drüber, weil die habe ich noch nicht. Ich war auch schon richtig lange nicht mehr beim Action. Und ich habe die Blöcke oder beziehungsweise die Sticker bei ihr im Video gesehen. Und ja, die weiß halt einfach, dass ich total auf diese Faultiere abfahre. Ja, und Faultiere. Super süß. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Und dann hat sie mir hier einiges an Päckchen eingepackt. Aber ich gucke hier erstmal nach der Post. Ui. Und was hat sie denn hier? Ach, wie cool. Hier hat sie mir so ein. Ah, nee, ich glaube, ihr seht es hier besser, ne? Wartet mal. Guck mal gerade mit der Lampe. So, ich glaube, so könnte es, oder? Ah, funktioniert nicht so richtig. Ich habe irgendwie ein Blatt Papier. So. So könnte es vielleicht ein bisschen besser gehen. Irgendwie auch nicht, ne? Sieht die überhaupt irgendwas? Wartet mal ganz kurz. Zack. Noch mehr Licht. Ne, wird nicht besser. Okay. Ah, hier, aber so. So, wenn ich es näher ranhole. Also hier sind zwei Faultiere, die kuscheln. Und oben ist noch so ein Herzchen. Und da hat sie mir halt Schrumpffolie. Mit Schrumpffolie sowas gemacht. Ja, mega süß. Und die sehen auch aus, als wenn die gestempelt wären und als wenn sie sie selbst ausgemalt hätte, würde ich jetzt behaupten. So, super süß. Und hier hat sie mir, aha, den gleichen Stempel nochmal. Genau, so sieht der also dann in Originalgröße aus und in Schrumpffolie dann so. Krass, ne? Wie klein der dann wird. So, und hier hat sie mir ein paar Zeilen geschrieben. Hallo, mein Schatz. Auch hier nochmal. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Sorry, dass du so lange warten musstest. Ich hoffe so sehr, dass dir die Sachen gefallen. Ich liebe dich, bleib gesund und pass gut auf dich auf. Ja, ich liebe dich auch, das weißt du ja. Ne, da hat sich irgendwie was Besonderes entwickelt zwischen uns beiden. Ja, eigentlich witzig, ne? Da fängt man an mit YouTube-Videos und dann ja, findet man Freunde. Auch cool, ne? Ja, und hier sehe ich schon, hier hat sie mir ein Peeling mit reingegeben. Ich überlege gerade, ob ich die andere Kamera. Nee, ich lasse es so. Ja, ein Peeling mit Erdbeer und das habe ich schon mal gehabt. Das riecht wirklich mega lecker. So, und jetzt bin ich schon wieder überfordert hier. Hoffentlich schockt dich das im positiven Sinn. Ich habe es auch, okay. Das kommt an die Seite. Das ist groß und schwer. Das kommt auf jeden Fall auf die Seite, weil hier steht dann auch noch: Ich liebe dich und danke, dass es dich gibt. Voll süß. Lot of kisses und big hugs for you. Ja, sehr schön. Ich glaube, ich werde mal alles, was so was Beschriebenes hat, bekomme mit meinen Nägeln das Etikett nicht ab. Aber ist ja egal. Genau. Also überall, wo jetzt irgendwas drauf steht, das sortiere ich erstmal nach hinten. Happy Birthday, da steht auch was drauf. Hier steht nichts drauf. Hier steht auch nichts drauf. Da ist noch ein Päckchen nach unten gerutscht, da steht auch nichts drauf. Okay, so. Dann habe ich hier gerade entdeckt Folie für meinen Plotter. Richtig cool, das kann ich auf jeden Fall immer gebrauchen. Bin mir gerade nicht sicher, ob das eine einfach ganz dünne ist oder ist das vielleicht eine, die sogar nachts irgendwie leuchtet, wenn es dunkel ist oder so? Nee. Ja, die sieht irgendwie so, so durchsichtig aus. Oder ist das eine Trägerfolie? Das schreibt mir bitte mal nicht, dass ich das falsch verwende. So, und dann mache ich erstmal das Tütchen hier auf. Das sieht irgendwie interessant aus. Das auch nicht. Ich habe es auch aufgegeben, also Sachen zu erfüllen. Ich würde jetzt behaupten, hier ist sowas wie Schmuck drin oder so. Aber ich liege meistens komplett falsch, deswegen lasse ich es einfach.
Ganz falsch lag ich jetzt aber nicht. Und zwar haben wir hier lauter Kreuzanhänger in verschiedenen Formen und Größen. Also wir haben zweimal diese Sorte hier in Schwarzmatt. Und Schwarzmatt ist cool. Ich liebe Schwarzmatt. Und ja, genau, dafür auch. Da ist der Preis sogar noch drauf. Und dann haben wir hier solche Kreuze. Auch in Schwarzmatt und davon hat sie mir 3 Päckchen eingepackt. Ja, cool. Die kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen und ich hoffe sehr, dass du nicht den Originalpreis bezahlt hast, der da hinten drauf steht. Das wäre nämlich ein bisschen krass, weil das sind ja 5 Tüten und ja, okay, ich möchte das jetzt nicht durchrechnen. Obwohl es auch nicht so schwer ist, aber naja. So, dann schaue ich mal. Hier sind viele Sachen drin. Und ich hole jetzt einfach mal alles raus. Schwuppdiwupp. So, und hier haben wir Knöpfe und zwar richtig coole Knöpfe in meinen Farben mit Pünktchen, mit Strichen und Uni. Ja, richtig cool. Die glaube ich werde ich aber nicht zum Basteln benutzen, sondern die benutze ich glaube ich wirklich in meinem Nähzimmer. Dann haben wir grüne Perlen, Wachsperlen. Da, eine richtig schöne Farbe. Entschuldigung. Dann haben wir hier einen Igel. Und der kommt unten an meine Balkontür vor meiner Küche. Weil da hängt nämlich im Moment noch nichts dran für den Sommer. Oder für ein Dings. Eigentlich passt es ja besser zum Herbst. Aber ich finde, so ein Igel, der passt auch das ganze Jahr. Dann hat sie mir hier aus Resin ein Herzchen gegossen. Und zwar einmal in rosa und einmal in blau. Und das ist dann wie so ein Puzzle, die man dann so zusammen puzzeln kann. Ja, super süß. Mal gucken, das werde ich mir aber, glaube ich, weiß ich nicht, ob ich das an der Kette hänge. Weil hier oben hat sie nämlich, könnt ihr das sehen, da sind so Löcher drin. Also das sind auch Herzförmchen auf jeder Seite ein. Wo sieht man es denn am besten? Da so ungefähr. Ja, da oben sind halt nochmal Löcher drin, damit man das auch aufhängen kann. Also theoretisch könnte ich es an eine Kette machen. Weiß ich aber noch nicht. Dann haben wir einmal Pailletten in so einem ja, Türkis, würde ich jetzt mal sagen. Und hier sind nochmal welche. Die sind ein Tucken dunkler, glaube ich. Oder könnte sogar die gleiche Farbe sein. Aber die sind auf jeden Fall hier so gebogen. Die sind so nach oben gebogen und die hier sind schlicht und gerade. Ja, schön, schön. Entschuldigung, meine Nase ärgert mich gerade ein bisschen. So, ja, ich sagte, ich habe es eigentlich aufgegeben zu ertasten, was da drin ist, weil, also Christina ist richtig gut da drin. Die kann das echt, solche Sachen ertasten. Ich bin da immer erstaunt, wie die das rausfühlen kann. Und ich habe keine Ahnung, also es fühlt sich an wie zwei, keine Ahnung, außergewöhnliche Teelichter oder so vielleicht. Also ich weiß nicht, was da unten drin ist. Also es fühlt sich an wie so kleine Schüsselchen oder kleine Behälter, aber sind schon irgendwie besonders geformt. Ja, wie gesagt, ich bin super schlecht da drin, das zu erfüllen. Ja, das Papier hier, das werde ich, glaube ich, nicht retten können. Ich lag gar nicht so schlecht dran. Naja, es sind Stempelkissen, aber von oben hat sich echt so angefühlt, guck mal, wie so eine Schüssel. Es sind aber Stempelkissen, cool. Und zwar einmal gelb und einmal so ein rosa. Und die sehen aber aus, als wenn die so Vintage-Look machen. Also als wenn die so nicht gleichmäßig stempeln sozusagen. Das probiere ich nachher gleich mal aus. Ja, voll cool. Muss das jetzt mal, ich halte das mal nicht aus, sowas, ne? Wenn ich nicht genau weiß, wie das funktioniert, dann muss ich wenigstens einmal gucken. Ah ja, seht ihr, das ist so ein bisschen unterschiedlich getränkt und dadurch macht das wahrscheinlich dann diesen unterschiedlichen Dingen. Nach riechen tue es nach gar nichts. Ja, cool. Das probiere ich mir nachher einmal aus. So, und hier kann jetzt auch wieder alles drin sein. Also, wie fühlt sich das an? Keine
Ahnung. Also das hier scheint hier irgendwie ein Papier oder könnte es auch ein Badesalz sein, eventuell. Nee, dafür schüttelt sich nicht gut genug, glaube ich. Und das hier, das könnte echt alles sein. Ich habe keine Ahnung, aber so null. Seid ihr gut da drin in so Sachen ertasten oder seid ihr da eher so wie ich? Okay, hier haben wir einmal Stempel und zwar steht da drauf Schule. Und ich hoffe, ihr könnt die Sachen sehen. Ich versuche es mal. Da ist einmal so mit so einem Regenschirm und da steht dann Rainy Day. Ah, da steht dann immer in Englisch dazu, was für ein Tag, also wie der Tag sozusagen gerade ist. Ja, und das ist eigentlich ganz cool fürs für mein Bullet Journal, wobei ich sagen muss, ich war wirklich, wirklich faul mit meinem Bullet Journal. Ich habe da gar nichts drin gemacht, jetzt schon seit Wochen. Und ja, ich muss das unbedingt wieder nachholen, aber es ist cool auf jeden Fall. Da überlege ich mir mal was für mein Bullet Journal. Da könnte ich gut so ein Hubby-Tag machen. Ich weiß nicht, so mit einem Jahr wird ein bisschen schwierig, aber vielleicht über einen Monat so und dann halt immer ausmalen, wie halt das Wetter quasi an dem entsprechenden Tag war. Da überlege ich mir mal was. Das finde ich cool. Dann hat man nochmal so einen Rückblick, wie das Jahr über das Wetter war. So, ich habe die kleinen Stempel mal von einer guten Freundin bekommen. Sie hat sie gehütet und konnte sie aber nicht gebrauchen. Ich habe dasselbe Problem. Vielleicht hast du nun Verwendung. Okay, ja, ich habe bestimmt Verwendung dafür. Das sind nämlich Waldtiere. Und die sehen auch noch voll unbenutzt aus. Also die werde ich auf jeden Fall verwenden. Ob ich für die jetzt, weiß ich nicht. Warum nicht? Passt der auch dazu. Es sieht hier fast aus wie so ein Mohnblümchen oder so. Aber die Tiere werde ich auf jeden Fall irgendwo verwenden. Ja, cool. Vielen Dank. Da finde ich auf jeden Fall eine Verwendung für. Garantiert. Das Papierchen, das könnte man sogar noch retten. So. Ja, du weißt, ne? Wenn du nicht draufschreibst, meine Liebe, was zuerst aufgemacht werden darf, dann mache ich das so, wie ich denke. Denk bitte dran, dass du mir sagst, ob das jetzt eine dünne orangene Folie ist oder ob das nur als Dings ist. Aber ich werde es wahrscheinlich auch selber sehen, wenn es nur zum Übertragen ist. 1, 2, 3. Nicht erschrecken. Mein Karton runtergeplumpst. So, ich probiere es nochmal, aber ja, also hier würde ich sagen, hier sind auch Stempel drin. Das fühlt sich ein bisschen nach Stempel an. Aber das andere, also vielleicht ein Block hier, keine Ahnung, kann ja auch einfach nur die Trägerfolie von den Stempeln sein, wobei es passt von der Größe nicht. Aber wie gesagt, ich gebe es auch auf, weil es hat keinen Sinn. Da kann ich jetzt 3 Stunden sitzen und rumkneten und raten und komme da sowieso nicht drauf. Deswegen lutsche ich da mal so rein. Das sieht aus wie Papiere und Karten oder sowas. Kriege ich auch so nicht heile raus. Dann mache ich es ganz auf. Ja, süß die Tierchen, guckt mal. Okay, so. Also, da haben wir auch wieder einen ganzen Haufen Sachen. Und zwar, ich glaube es nicht. Tauschen wir jetzt davon welche hin und her, das finde ich cool. Das können wir zur Tradition machen, finde ich. Ich hatte ihr nämlich auch mal Karten geschickt, aber in kleinen habe ich dir die geschickt, oder? Ich glaube, ich habe dir kleine geschickt, kann das sein? Von, also aus Spanien hatte ich mir, da gibt es nämlich ganz viel so eine kleinen Tüten, wie wir hier unsere auch so Sammelsachen haben. So haben die das da mit Gorsches und die sind nur so klein. Da sind dann auch immer Karten drin. Voll schön. Ja, ich gucke mir die jetzt zuerst an. Ist jetzt egal. Mit einem Igel. Guckt mal. Ja, und hinten sind die halt auch immer ganz süß. Und da ist halt dann immer diese Sammelzahl. Da gibt es bestimmt auch irgendwie ein Heft oder so dazu, wo man die dann einordnen kann. Da muss ich
Müsste ich mal gucken im Internet auf jeden Fall, weil das würde mir gefallen, die da einzuheften. Die 14, hier die 13 und hier die 10, die sind sogar nach Nummern sortiert. Auch cool. Ja, und von den meisten habe ich auch echt schon den Stempel. Ne? Den Stempel habe ich, den glaube ich nicht. Den Stempel habe ich. Das kommt mir auch ganz bekannt vor, aber nicht mit dieser Haltung. Aber das Mädchen kommt mir auf jeden Fall. Na gut, die sehen ja auch teilweise gleich aus. Das mit dem Vogel, wo die auf dem Vogel allerdings fliegt, das habe ich auch. Sowas habe ich nicht. Die mit dem Igel bin ich mir nicht sicher. Ich habe einen mit dem Fuchs und auch mit diesem Kostümchen habe ich auch irgendwas. Aber ob der mit. Nee, glaube ich nicht, weiß ich nicht. Ja, voll cool auf jeden Fall. Vielen Dank. Gorsches, die sind auf jeden Fall super, super schön. Ja, ich habe mir ja vorgenommen, dass ich meine Sachen auch wirklich verarbeiten möchte, aber bei den Sachen, das ist schwer, ne? Es ist wirklich schwer, die zu benutzen, weil die sind halt einfach so schön. Also die sind, glaube ich, da sind nicht umsonst Sammelzahlen hinten drauf. Ich glaube, die sind auch zum Sammeln gedacht. So, und hier haben wir Blümchen und da sind verschiedene Größen und ich glaube, die kann man so aufeinander machen. Also ich würde das auf jeden Fall machen. Ich würde mir da überall, würde die einmal aufeinander legen, in der Mitte ein Loch rein und dann mit einem Brett oder eine Perle und ein Band und hinten verknoten oder so. Und dann vielleicht alle mit dem Falzbein ein bisschen nach oben biegen. Ein bisschen alle auch versetzt so und dann hat man, glaube ich, ein schönes Blütenblatt. Das werde ich mal für eine Karte auf jeden Fall machen. Ja, und da sind auch einige drin. Vier von denen, sechs von denen, acht von denen, 12 von denen. Ja gut, dann kann man immer gucken, wie man das variiert. Auf jeden Fall cool. So, die ganzen Zettelchen. Ich habe eine Macke, ne? Ihr wisst ja hier hinter mir, ja, an meiner Wand. Da sind ja alle Sachen, die ich von euch mal so bekommen habe. Und ich kann so eine Zettel nicht wegwerfen, ne? Also, wenn die so einzeln sind und ich kriege die gerettet, dann kommen die auch mit an die Wand. Ich schmeiße die nicht weg. Ja, manche Leute sind komisch, ich gehöre dazu. So, und hier haben wir etwas, was eigentlich ein bisschen weihnachtlich ist, aber nicht so wirklich. Also manche Sachen ja, aber diese Sachen hier kann man auch das ganze Jahr benutzen. Kleine Leckereien. For my kitchen, zweimal for you, dann made with love, zum Vernaschen, kleine Leckereien haben wir nochmal. Mit Liebe gebacken, Fondue und aus der Kekswerkstatt, das geht theoretisch auch das ganze Jahr, Kekse backt man ja nicht nur zu Weihnachten. Und aus eigener Herstellung finde ich auch voll cool. Und naja, das Hohoho ist dann wieder weihnachtlich, aber egal. Da sind mega viele dabei und Weihnachten kommt ja jedes Jahr wieder. Ne? Also, nee, sage ich jetzt nicht. Das schreibe ich ihr persönlich. Wir hatten mal was abgemacht für einen anderen Zeitraum, nicht für jetzt. Und dann will ich sie nochmal daran erinnern und nochmal mit ihr darüber sprechen. Und ihr sollt das noch nicht wissen und deswegen sage ich das noch nicht. So, und hier haben wir noch eine voll coole Faultierkarte und die ist deswegen so cool, weil ich die falsch rum halte. Nee, ich habe gerade gedacht, die geht falsch rum auf, aber natürlich hängt das Faultier nach unten, logischerweise. Und ja, dann hier drin noch eine Mutti mit ihrem Kindchen und der Papa, der hängt da hinten rum. Ja, und die ist total süß, die Karte. Und das ist auch wieder genau das gleiche Problem. Wird man die jemals verbasteln, irgendwem geben oder wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird die für immer und ewig hier im Regal sein, weil ich sie ja einfach nicht benutzen möchte. Und das ist so schade, ne? Ich werde sie benutzen. Ich nehme es mir vor. Ich werde sie benutzen. So, ich will mal ganz kurz ein bisschen. Ihr kennt mich ja mit meinem Aufräumfimmeln hier immer. Der Schreibtisch ist sowieso immer so vollgestopft. Deswegen möchte ich gerne einmal hier alles ein bisschen an die Seite packen und die Post natürlich nicht vergessen. So, das Ding, das kommt dazu. Dann war es wieder ein bisschen übersichtlicher, ein bisschen schicker. Happy Birthday. So, jetzt will sie sich rächen für Weihnachten. Ich habe ihr nämlich einen Weihnachtskalender gemacht, wo lauter solche Tüten hier waren.
Und alle waren mit solchen Dingern zugemacht, weil das einfach am einfachsten geht, die damit zuzumachen. Und sie musste dann immer mit ihrem Helferlein die dann aufmachen. Ach, hat sie so dran gemacht. Ja, das ist cool. Ja, ist auch logisch. Ja, und dann musste sie halt immer die Dinger vorher aufmachen. Aber das ist praktisch, oder? So eine Tüte zu machen und dann einfach nur zutackern und fertig ist. Ich finde das mega praktisch. Und hat man ja auch ruckzuck abgefummelt. So, upsie. Da geht gleich komplett auf. Oh, cool. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, das sind Magnete. Ja. Das sind Magnete, genau. Schwupp. Und die kommen unten an meinen Kühlschrank. Und die sind mit Faultieren. Wie kann es anders sein? Aber diesmal kommt es aber wirklich so rum. Ne? Ja, genau. So, das Mädchen liegt oben drauf und der Mann unten drunter. Wissen wir schon gleich Bescheid hier. Ah, ja, so. Super, super schön. Und ja, die kommen auf jeden Fall unten an meinen Kühlschrank. Und das Ding hast du auch ein bisschen anders gemacht, als ich die gemacht habe. Aber die könnte man ja hier theoretisch auch einfach an der Seite zukleben. Ne? Ja, auch ganz easy gemacht. Ne? Nur ein Rechteck, zweimal gefalzt und dann, also mit dem hier auf den Seiten den gleichen Abstand. Und dann hier in die Mitte geklappt und gut ist. Also hier auch nochmal zwei Falzen und zusammen und gut war. Ja, schön. So. Hoffentlich schockt es dich. Lass mich später schocken. Ich mache erstmal das hier. Und hier haben wir einen. Oh nein, bitte nicht verknoten jetzt. Es ist echt Wahnsinn, was ein Bastler alles so aufhebt. Ne? Ach, Bändchen. Bändchen muss wieder aufgehoben werden. Das darf ja nicht weggeschmissen werden. Aha, da ist ein Trinkbecher mit Sicherheit drin. Und ich nehme stark an, dass da ein Faultier drauf ist. Wetten, wetten. Ja, ich wusste es. Cool, sehr cool. Und ja, ich probiere das hier gleich mal. Ich habe so ein Lösungsmittel sonst, da mache ich das mit dem Lösungsmittel einfach ab. Aber das geht auch ohne Kunstnägel doof ab. Das ist einfach von bestimmten Companies ist das einfach so. Da haben die einfach so einen komischen Kleber und da kriegt man das voll doof ab. Aber das macht überhaupt nichts. Hier sind auf jeden Fall Faultiere drauf und dann steht hier nur für 5 Minuten. Ja, und das ist dann so ein Becher, der wahrscheinlich auch ein bisschen warm hält. Achso, muss man aufdrehen, okay. Der hält halt auch warm. Der hat so einen doppelten Boden sozusagen. Also der ist hier drin, dann. Der hat zwei Wände quasi. Deshalb kann ich es jetzt nicht beschreiben. Ja, und das ist natürlich ganz cool, wenn man irgendwie mal ein bisschen länger unterwegs ist und will sich einen Kaffee mitnehmen. Zack, in der Mitte ins Auto rein und dann kann man zwischendurch immer mal wieder einen Schluck trinken. Vielen Dank und naja, Faultiere, du weißt das, ne? Ich liebe sie einfach. So, okay. Naja, und zwischen dem hab dich lieb und hoffentlich geschockt, ist es klar. Dann lasse ich mich erschocken und das hab dich lieb, hebe ich mir bis zum Ende auf. Es scheint ein Kuscheltier zu sein. Es könnte ein Kuscheltier sein. Ich glaube, es ist ein Kuscheltier. Es soll mich im positiven Sinne schocken. Ich könnte jetzt Vermutungen anstellen, aber ich lasse es. Ich glaube, es sind auch keine. Es ist kein Kuscheltier. Haha, cool. Noch cooler, es sind Socken und zwar mit Faultieren. Mega cool. Einen Moment. Oh. Schubi. So, einmal da, einmal da. Und dann zeige ich euch die. Also, hier haben wir einmal dieses Faultierchen. Und hier sind ganz viele kleine drauf. Ja, und die sind mega cool. Allerdings werde ich die jetzt, glaube ich, nicht anziehen, weil ich weiß, ist bei euch heute auch schon so warm. Also die letzten Tage war es wieder richtig kalt. Woher weißt du eigentlich meine Schuhgröße? Fällt mir gerade ein. Habe ich die dir mal gesagt? So,
Da sind sie. Ja, und die passen Tatsache von meinem Farbstil auch zu meinen anderen Klamotten. Das ist optimal, weil ich liebe es immer, wenn alles zusammenpasst. Ja, und die sind natürlich der Burner. Die werde ich aber nur zu Hause tragen. Oder ja, in den Ferien oder so. Also nicht irgendwie draußen im Alltag, weil dann habe ich Angst, dass das kaputt geht. Mega, mega, mega cool. Und wir kommen zum Hab dich lieb Päckchen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier vorsichtig abbekomme. Ja, das darf ja ruhig nicht drauf bleiben. Jawohl. Ha, alles gerettet. So, und es ist schwer, es klappert ein bisschen. Und es ist eben nochmal separat eingepackt und deswegen kann ich sowieso gar nichts erwarten hier. Wird einfach aufgerissen und fertig ist. Ich bin gespannt. Man muss ja auch nicht sein, dass es das ist, was da. Oh, bist du verrückt? Bist du verrückt, Madame? Jetzt bin ich geschockt. Also nicht mit den Socken, sondern mit den Dingern bin ich geschockt, weil ich weiß, dass Spectrum Noirs echt teuer sind. Erstens. Zweitens, hast du die nicht irgendwie mal gezeigt, dass du die tauschen willst? Wollten wir die nicht eigentlich tauschen? Kann das nicht, kann das sein? Also ich wette, dass dieses Ding, dieses Paket hier, erstens wirklich richtig teuer war. Und das macht mir jetzt wieder mal ein schlechtes Gewissen, weil du hast nämlich nur eine Kleinigkeit zum Geburtstag bekommen. Und zweitens sind das dann auch noch die Bank weg. Wirklich die Bank weg. Alles meine Farben. Jetzt muss ich hier erstmal. So, die müssen gleich einmal ausprobiert werden. Das geht gar nicht anders. Da müsst ihr jetzt einmal durch. Die muss ich jetzt einmal kurz ausprobieren. Guckt euch mal diese Farbpalette an. Guckt euch mal die Farben an. So, und jetzt sage ich euch, hier ist keine einzige Farbe dabei, die ich nicht mag. Jede Farbe, die hier drauf ist, ist einfach Bombe. Krass, krass, krass. Krass. Gut, dass ich das wirklich zum Schluss aufgemacht habe, sonst wäre ich ja, so sprachlos gewesen wie jetzt, das ganze Video über, und das wäre irgendwie uncool gewesen. Und ich glaube, das hier wird schon meine absolute Lieblingsfarbe, die oder die. Und jetzt gucke ich mal, hier ist die dünne Spitze und hier ist die dicke Spitze. Und ja, das muss ich probieren. Und zwar kann ich dann auch gleich mal. Das passt jetzt natürlich nicht so von den Farben, aber das ist ja wurscht. So. Ab und das wird aufgehoben, da kommt, mache ich dann wieder eine Karte draus. Und ja, jetzt muss ich mal sehen, ich hatte ja hier so einen Schmierzettel, aber ich glaube, dafür ist das Papier zu. Glaube, das wird, die werden zu dolle durchmalen hier, die Stiftung. Hier nicht noch einen dickeren Schmierzettel, irgendwie nicht. Egal. So, okay. So, da müsst ihr jetzt kurz durch. Warte mal, ich nehme mal dieses Füchschen hier, oder? Ja, ich nehme das Füchschen und dann kann ich nämlich einmal, kann ich zwar nicht meine Lieblingsfarbe ausprobieren, aber ist egal, dann nehme ich hier so einen Ockerton. Na, damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Schwupp, so. Ach, eigentlich hätte ich den auch, ist egal, den hätte ich auch gleich in der Farbe stempeln sollen. Also in so einer Braun, in einem Braun vielleicht oder in so einem Orangeton. Ja, ist trotzdem süß, aber ich stempel den dann nochmal in so einem. Den stempel ich nochmal in Kürbisgelb daneben. Na.
Na, die Stempelkissen sind noch neu und die meisten von denen habe ich noch nicht benutzt. So, komm. Okay, das reicht schon. Mausi, hast du eigentlich schon das Stempelkissen ausprobiert von Stampin' Up? Kommst du da gut mit klar oder eher nicht so? Interessiert mich mal. So, den mache ich nachher sauber. Und dann nehme ich hier die dünne Spitze und probiere mal. Schon mal cool und dann werde ich mal probieren, die noch zusammenlaufen zu lassen, also die miteinander zu verblenden. Mal gucken, wie das funktioniert. Hier jetzt mit einer helleren Farbe drauf gehe. Erstmal, genau, das dachte ich mir, dass der heller ist. Gucken, wie das funktioniert mit dem Verblenden. Und das probiere ich gleich hier. Hier mal so drauf und dann. Ups, da reingeladen, das macht nichts. So. Ja, das ist echt ein krasser Unterschied zu den Action-Stiften. Das muss man schon sagen, ne? Also, hier sieht man wirklich fast gar keinen Übergang. So wie die verlaufen. Also da, ja, ist ja auch klar, ne? Also, irgendwas muss den Preis ja auch rechtfertigen. Ja, sieht natürlich mega aus. Und von hinten ist, das war mir jetzt klar, dass der Dolle durchtrinken wird, weil die werde ich wahrscheinlich mit ganz anderem Papier benutzen müssen. Aber achso, da steht es auch immer drauf, was dick und was dünn ist. Dann drehe ich die gleich so rum, dass die wieder da der dünne wieder nach oben, genau. Ja, Süße, also damit hast du mich jetzt wirklich geschockt, aber richtig geschockt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dir irgendwann gesagt habe, pack mir die bitte an die Seite, wir tauschen oder sag mir, was du dafür haben willst oder so. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann hat sie das quasi ausgenutzt, dass ich vergessen habe, dass wir die tauschen wollten. Ich packe die jetzt aber nochmal wieder ins Paketchen, weil meine Teile hier hinten, wo meine ganzen Stifte drin sind, die sind so proppe voll, aber wirklich proppe, proppe voll, da passt nichts mehr hin. Ich muss unbedingt zu Ikea und mir nochmal so eine Magnetleiste, nicht so eine Magnetleiste, hier so eine Aluleiste besorgen und dann habe ich ja hier immer diese Eimerchen, die man da so dranhängen kann. Und ja, da sind die ganzen Stifte drin und da passen 5 Teile an dieses Regal quasi dran. Und das komplette Teil ist sowas von voll, da passt kein einziger Stift. Die gucken schon oben so raus, die hängen schon so oben drüber, weil nichts mehr passt. Deswegen packe ich die jetzt erstmal hier oben hin, ohne dass mir alles andere entgegenfliegt, wenn es geht. Genau. Ja, also die haben das super gut gemacht. Ihr seht das auch hier, ne, bei dem Verblenden. Also das klappt super. Ja, ich habe nichts anderes erwartet, dass diese Stifte mega sind. So, ja, ihr Lieben, das war's. Ich heb mir meine ganzen Zettelchen auf und natürlich auch die schöne Verpackung. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz dolle für die schöne Geburtstagspost. Und das wird alles auf jeden Fall in irgendeiner Art verwendet werden. Da musst du dir keine Sorgen machen. Mir hat auch alles richtig gut gefallen. Ich hoffe, dir haben deine Sachen auch gefallen. Ja, und dann sage ich vielen Dank, hab dich lieb und bis bald, wir hören uns. Ciao.